hab keinen Plan, wie ich beginnen soll. Es gab so viele Videos, wo ich einfach versucht habe zu lachen. Und ich habe aber auch Fehler an mir, für die ich mich sehr schäme. Zum Beispiel, ich rauche Gras, okay? Ich habe das schon gemerkt gehabt, dass der Bruder angefangen hat zu buffen irgendwie. Das hat mich dann noch depressiver gemacht und trauriger und dieses Denken an alles so. Eigentlich würde ich gerne mal mit Mois auch so eine Art Talk machen. Er schafft es nicht mal rauszugehen aus eurem Zimmer und aktiv ein Drehbuch zu schreiben für irgendein Video und lacht Leute wie ApoRed aus, die Formate hatten. Shut the fuck up, Digga. Das fühle ich. Immer wieder wurden in meine Videos irgendwelche Sachen geschmuggelt und ich habe dann jetzt Verträge gefunden von so Firmen, weil Kamil jetzt überall nachgebohrt hat. Ach du Scheiße. Ich habe gerade so das Gefühl, so ein bisschen, ich bin nicht alleine, weißt du? Da ist jemand, der auch in der Öffentlichkeit steht, der ähnliche Struggles im Kopf hat und darüber redet. Mois, auf jeden Fall an der Stelle, komm ins Café, wir müssen reden, Motherfucker. Bin unterwegs mit den Brüdern, wir wollen doch nur ein bisschen von der Sonne. Fahr am Puder mit ner Bitch, der Kopf ist gefickt und ich öffne ne Bardo. Jeder will Aufmerksamkeit, doch der Schmerz auf mein Herzen wiegt über ne Tonne. Kann ich entkommen, bete zu Gott, bitte übernimm Kontrolle. So Leute, Alter, ich würde sagen, der Grund, warum wir hier sind, auf YouTube, ist, weil ich mir das Video vom Mois reinziehen wollte. Ich habe gestern da schon mal so, nicht gestern, vorhin beim Essen schon ein bisschen reingeschaut, aber ich wollte mir das jetzt auch nochmal ganz pressen. Ich glaube, es ist ein interessantes Thema, ich weiß nicht ganz genau, worum es geht, aber ja, ich habe mir einfach gedacht, wir ziehen uns das einfach mal zusammen rein. So, Leute, willkommen zu diesem Video. Das wird, ich habe keine Ahnung, was ich sagen soll, weil ich circa 7 Monate gebraucht habe und mich jeden Tag gefragt habe, so, wie könnte ich überhaupt darüber reden? Ich habe keinen Plan, wie ich beginnen soll. Wir lassen das so auf real-mäßig so. Dieses Jahr, die letzten 7 Monate, sind sehr viele Sachen passiert. Und ich mache jetzt mal eine Kurzfassung. Ich bin ein YouTuber und eine Person des öffentlichen Lebens. Und ich stehe jeden Tag quasi vor der Kamera. Und ich muss jeden Tag unterhalten. Das ist das, was ich bin. Und wenn in unserem Leben etwas passiert quasi, so Sachen, die uns bedrücken oder so, dann müssen wir genau wie ihr auch zur Arbeit gehen, obwohl wir bedrückt sind. Im Normalfall bin ich eigentlich so der stärkste Mensch, was sowas angeht, wirklich der Allerstärkste. Und ich versuche auch so ein Vorbild zu sein für andere, damit sie auch stark bleiben, weil ich mal ein richtiges Weichei war und selber so emotional komplett down war. Und es gab eine Zeit, wo ich diesen Krieg und alles miterlebt habe. Es ist schwer für mich, über das alles zu reden, wirklich. Aber letztendlich seid ihr sehr wichtig für mich. Diese Leute, die mich jeden Tag schauen, auf egal welchen Kanal, die sind mir sehr wichtig. Und zu euch war ich sehr lange nicht mehr ehrlich, obwohl ich genau so meine Videos immer mache, mit Ehrlichkeit so. Es gab so viele Videos, wo ich einfach versucht habe zu lachen. Okay, so einfach. Die letzten 100 Videos sind so, wo ich einfach versucht habe zu lachen, unterhalten, dies, das. Wenn ich mit euch wahrscheinlich so wie heute geredet hätte, hättet ihr es mehr verstanden, dass ich vielleicht manchmal nicht so gut drauf bin, aber trotzdem ein Video drehe, wo ich lache. Ihr könnt euch ja gar nicht in mich versetzen, weil ihr nicht alles wisst und... Ich fühle das, was der gerade sagt, fühle ich zu 100%. Dieses so... Man hat auch noch ein Leben, weißt du, was ich meine? So unabhängig von der Person des öffentlichen Lebens. Und manchmal ist es halt einfach so, dass im privaten Leben Dinge passieren, die dich auf eine gewisse Weise beeinflussen, die dich vielleicht auch mal negativ stimmen und du versuchst trotzdem die ganze Zeit in der Öffentlichkeit abzuliefern. Ich habe das in meiner Vergangenheit auch schon sehr oft gehabt, dass ich Phasen hatte, in denen ich das Gefühl hatte, ich kann nicht, aber ich habe trotzdem weitergemacht. So. Ich kann euch noch immer nicht alles, was es je passiert ist, erzählen, aber ihr seid nach dem allen, was passiert ist, tatsächlich das, was man auch als Familie bezeichnen darf. Weil die, die jetzt noch bei mir sind, sind halt meine Eltern, meine Brüder, meine Frau. Und die 2, 3 Brüder aus meinem Label, so, das ist wirklich alles so, obwohl wir mal so 200 waren, wisst ihr? Und irgendwann habe ich verstanden, dass ihr eigentlich so der größte Teil seid davon, der für mich immer da war, wisst ihr? Aber dazu kommen wir noch. Deswegen erzähle ich euch das alles. Deswegen will ich überhaupt mit euch reden, okay? Weil ich nicht will, dass ihr nicht wisst, was in mir vorgeht und so meine Videos guckt, sondern weil ich will, dass ihr wisst, was in mir vorgeht und wie es mir geht und dass ich dann so die Videos drehe, weil es ja wirklich so ist, wisst ihr? Ich werde von Anfang an beginnen, weil es so viel Scheiße war. Ich bin am Ende des Tages einfach nur ein Kind und ich werde auch mit 100 ein Kind bleiben oder mit 200 oder egal was, wie lange es mir auch gibt, 200 wahrscheinlich. So, ihr wisst, was ich meine. Im Kopf, egal wie ich aussehe, egal wie groß ich wurde, ich bin ein Kind
Und ich mache alles, was ich mache, mit einem Traum, mit einem sehr kindlichen Traum, weil diese hässliche Hurensohnwelt nur so dann bunt ist, wisst ihr? Weil alles eigentlich grau ist und du als Erwachsener so Sachen hast, die du tun musst, so, die du nicht immer tun musstest und die sind sehr grau und hässlich und du bist eigentlich ein Kind. Deswegen versuche ich, alles mit einem Traum zu starten. Und es war immer mein Traum, so eine gewaltige Familie zu erschaffen. Eine sehr gigantische Familie, okay? Und das ist Keller für mich. Und irgendwann haben Leute angefangen, sich auch so zu nennen, die ein paar Mal in Videos waren, die näher da waren, die dies, das. Und irgendwann in diesen kindlichen Gedenken habe ich halt eine Theorie manifestiert, in der ich besagte, dass ich versuchen werde, möglichst viele von der Straße oder Leute, die schlecht behandelt werden oder egal was, bei mir zu lassen und die irgendwie so hochzuziehen oder zu pushen. So eine Familie sein einfach. Ich hatte im Kopf immer, egal wie jemand ist, wer welche Klicks jemand hat oder egal was, wer mit mir, egal wo ist, dass wenn er groß ist, dass es besser für mich ist sogar. Soll er groß werden, Klicks machen und mich auch unterstützen dabei, weil das pusht mich dann auch. So, das war immer mein Gedanke, okay? Deswegen wirklich auch an meine alten Kollegen, wenn die das sehen. Ich hatte nie so irgendwas Böses in Sinn. Ja, ich habe nie daran gedacht, dass ich meine Brüder monatlich bezahlen muss. Aber das war halt das, was die letztendlich wahrscheinlich gestört hat, dass sie nicht monatlich bezahlt wurden dafür, dass sie mit mir Videos drehen. Aber in meinem Gedächtnis oder in meinem Hirn waren wir einfach nur Brüder. Und ich dachte, mit meinem Hurensohn-Businessman-Verstand, dachte ich, am Ende des Tages machen die Abos, klären ihre eigenen Kooperationen, werden selber Personen des öffentlichen Lebens und irgendwann läuft es, inshallah. Okay, das habe ich mir gedacht. Und das reale Hirn von mir, das mit Herz gesteuerte, das hat sich gedacht, wir sind Brüder, glaub an das Gute in Menschen, weil Gott auch von mir will, dass ich zuerst an das Gute glaube. So bin ich quasi an die ganzen Menschen so rangetreten. Hab deswegen herzlich jeden empfangen, falls ihr euch das je gefragt habt. Das war wichtig zu erklären. Ist auch ein schwieriges Thema, so mit Brüdern und in der Öffentlichkeit zusammen stattfinden. Ich finde, dass wichtig ist, aus welchem Grund diese Leute da sind quasi. Weißt du, wie ich meine? Wenn es wirklich nur deine Brüder sind und die sind da und sitzen mit dir und machen irgendwie Fun und so, verstehe ich das, dass man, weiß ich gar nicht, mit monatlich bezahlen und so, sage ich dir ehrlich. Also ich würde immer Leute bezahlen, die mir halt helfen bei der Sache, die ich mache. Alle, was mit Kamera zu tun hat, Licht, dies, das, Ton, bla und so. Aber wenn ich mit meinen Bros ab und zu mal Videos drehe, dann würde ich jetzt nicht auf die Gedanken kommen, die monatlich zu bezahlen. So. Wenn die natürlich Probleme haben, das ist ja eine Bruderschaft, weißt du, wenn die natürlich finanzielle Probleme haben oder irgendwie wo geholfen werden muss, dann bin ich der Erste, der auch hilft, so, weißt du? Ich finde, es kommt drauf an, inwiefern man zusammenarbeitet. Ist es mehr Arbeit oder ist es mehr einfach zusammen abhängen und die Kamera ist drauf, weißt du? Boah, ich weiß nicht genau, was die Verhältnisse da waren oder wieso er das angesprochen hat, ob das jetzt der Grund ist, warum er das Video macht, aber das wollte ich nochmal kurz anmerken. So, was sagt ihr dazu, Chat? Der wisst, wie überhaupt, wisst ihr, ich meine so, ihr kennt die Zeit, wo, ich will jetzt keinen Namen nennen, das, wo viele mit mir Videos waren und es so ein Team gab, so mit Formaten, die Montag kommt das, Dienstag kommt das, Mittwoch kommt das, es war alles wunderschön und so und für mich war das nie so, dass jemand sich schlecht fühlt oder benachteiligt, weil jeder kriegt viermal am Tag Essen. Jeder, Bro, wenn ich in einem 5-Sterne-Restaurant penne, essen alle dort. Wenn ich in einem 5-Sterne-Hotel penne, pennen alle dort. Wenn ich einen Rolls-Royce fahre, fahren alle Rolls-Royce. Wenn ich einen R8 habe, fahren alle einen R8. Okay, so habe ich jeden behandelt, wirklich so. Wirklich mit sehr viel Liebe und Respekt. Nicht nur vor Cam, sondern auch hinter der Cam. Und ihr habt ja gesehen, irgendwann haben halt Leute dieses Gut und das Schöne, was wir haben, hat für ein paar Euros verkauft, so für irgendein Mikrofon oder sonst was. Und es war ein Moment, es ging nicht in meinen Kopf, einfach wie kann man so etwas tun? Es ging nicht in meinen Kopf, okay? Und das hat mich sehr depressiv gemacht, weil da auch Menschen waren, die ich sehr geliebt habe, extrem geliebt habe, okay? Und sehr viele Menschen, die auch gar nicht vor der Kamera waren, noch nie vor der Kamera waren. Mindestens 10 Jungs, die einfach nur auf der Straße waren, okay? Noch nie vor einer Kamera waren, die jeden Tag irgendwas bekommen haben, irgendeinen Sinn im Leben hatten, die, oh, Bro, das war schön für die. Die Hälfte von denen hatte getickt und ich habe versucht, die von der Straße zu holen, okay? Bro,
Die Jungs wussten, was für einen Kopf ich habe. Wenn ihr mit mir eine Woche chillen würdet, wüsstet ihr genau, wie ich bin. Die Jungs waren ein Jahr mit mir, über die ich rede, okay? Es gab dort so zwei, die sehr nah an mein Herz waren. Sehr nah an mein Herz, so. Wirklich, dass er mit mir auf meiner Couch schlafen darf. So nah, okay? So, dass sie meine Kinder halten, dies, das. Und das waren nicht die, die ihr vor Kamera seht. Und macht bitte auch keine Fitna. Ich will auch nichts aufmachen. Ich will nur, dass ihr mich versteht. Also meine Zuschauer, die mir zuschauen, die meinen Kopf verstehen sollen. Okay? Das sind so Kleinigkeiten, die Herz verletzt und in Depressionen stürzt. Ich glaube, viele von euch haben auch Depressionen und dieses Gefühl, von diesem unendlichen Loch nicht rauskommen zu können. Und ich hatte das einfach 7 Monate lang. Wirklich, ich konnte aus einem Loch 7 Monate nicht raus. Und da Fühl ich. Begann das Loch. Okay, da begann dieses Loch, wo ich reinfiel. Nicht mal wegen was geklaut, Brüderschaft zerbrochen, Wallah, nicht mal wegen dem. Aber so Kleinigkeiten, die ich sehr hart in mein Herz gespeichert hatte, wie zum Beispiel, ich bin ein Mensch, der sehr versucht, auf alles zu achten und zu jedem nett zu... Einer hat hier gerade im Chat reingeschrieben... Liberate, ja, aber wenn deine Daily Uploads daraus bestehen, dann sollte sie doch auch etwas mit nach Hause nehmen. Guck mal, das Ding ist, wir wissen nicht, in welchen Verhältnissen die miteinander standen, so, was die miteinander ausgemacht haben, was der Deal war, ob es überhaupt irgendeinen Deal gab, ob die Leute gesagt haben, nee, für mich ist einfach nur geil, bei dir in den Videos mit dabei zu sein, ich baue mir dadurch selber was auf oder baue mir eine Reichweite auf Insta auf und mache selber Kooperationen. Keine Ahnung, man muss halt vorher auch leider, wenn es um Business geht und Geld verdient wird, viel Geld verdient wird vor allen Dingen, am besten immer vorgelagert mit den Leuten irgendwie sich einigen, so, weißt du, weil... Ich habe mich das auch schon gefragt bei Mois, weil er zu einer Zeit mit sehr vielen Menschen in den Videos immer war, habe ich mich gefragt, so wie ist deren Verhältnis eigentlich so, weißt du, weil so viele Menschen waren da dabei, da waren ja wirklich 10 bis 15 Leute dabei, habe ich mich auch mal gefragt, wie ist das Verhältnis eigentlich zwischen denen, wie machen die das eigentlich so, weißt du, und auf der anderen Seite habe ich mir leider auch gedacht, dass scheiße so, wenn du so viele Menschen an deine Seite holst, als dann die ersten Sachen passiert sind, auch mit Einbruch und so, das ist halt leider ist es so, dass du nie so, also es ist schwer, Menschen sind Menschen, weißt du, was ich meine, es ist schwer, wenn du so viele Leute um dich rum hast und du selber ein krass famer Typ und erfolgreich und Hype gerade hast, so, dass das alles glatt läuft, weißt du, leider ist es so heutzutage, ich hätte mir das wirklich gewünscht. Und aber ich find's geil, dass halt der Kern da ist noch, weil ich habe immer gefühlt Mois, Maestro, die zwei habe ich am Anfang am meisten gefühlt und dann Abu und seine Familie halt so, weißt du, weil da hat man schon von Anfang an, das gehört einfach zusammen, das spürt man, merkt man und da wird's nicht zu Problemen führen, mein eigenes Gefühl hat mir das gesagt. Aber wenn dann noch so viele andere Menschen mit reinkommen, ist es voll traurig, aber es ist leider so und fuck, Digga, der Arme halt, weißt du. Okay, und alles richtig zu tun. Obwohl das Prinzip von richtig und... Man weiß halt nicht, weißt du, ich will nicht zu viel spekulieren und ich will auch niemandem irgendwie was vorwerfen oder so. Jeder hat bestimmt auch irgendwo einen Teil dazu beigetragen und so, aber mit so vielen Menschen leider kann es nicht gut laufen. Erschaffen von Menschen, der nur falsch denkt, ist, wisst ihr, ich meine, versuche ich irgendwie das Beste aus meinem Leben zu tun. Und ich habe aber auch Fehler an mir, für die ich mich sehr schäme. Zum Beispiel, ich rauche Gras, okay? Und es ist mir eigentlich auch egal, so, ob ihr das mögt, nicht mögt, dies, da, es interessiert mich nicht. Aber es ist etwas, das würde ich nicht vor euch tun. Ich ist krass, ich habe mir das schon gedacht, Digga, ich schwöre dir. Ich habe es gemerkt bei ihm. Ich weiß nicht, zu welchem Zeitpunkt... Oh, shit, man. Sinoiden, Motherfucker. Ich rufe dich zurück, Bro. Ich küsse dein Herz. Ich habe das schon gemerkt gehabt, dass der Bruder angefangen hat zu buffen irgendwie. Ich weiß nicht, zu welchem Zeitpunkt, aber ja... will euch einfach kein schlechtes Beispiel sein. Ich will, dass ihr das Beste an mir mitnimmt und nicht das Schlimme. Ich sage nicht, dass ich der Beste unter jedem auf dieser Welt bin, aber ich sage nur, dass ich 2, 3 gute Sachen an mir habe und ich will nur diese zeigen. Und das wissen diese 2 Jungs, die mir sehr nah waren, auch. Und ich habe dann halt rausgefunden, nachdem das alles rauskam, dass die in jeder Stadt so rum erzählt haben, dass ich so ein richtiger Bastard bin und Heuchler und so, weil ich Gras rauche. So, die haben Fotos von mir gemacht, so in Gruppen verteilt, verbreitet, gepostet, dies, das. Wisst ihr, ich meine, Sprachnachrichten über mich so. Und das waren halt so, das... Das ist ekelhaft, Bruder. Mich sehr depressiv gemacht, so. Das ist nur so... Was sind das für Freunde, Digga? Weißt du, was ich meine, so? Ich kann nicht so viel dazu sagen, weil es ist, er spricht halt auch leider ein bisschen so kryptisch, so, man kann nicht genau wissen, was genau vorgefallen ist, was der Grund ist, warum diese Leute das gemacht haben. Wenn die so enge Brüder waren, warum die dann halt so eine Scheiße machen, so, weißt du?
Kleinigkeit von so Sprüchen. Bruder, soll jeder davon halten, was er will, ob man konsumiert oder nicht. So, aber es gibt noch kein ein Recht, jemanden zu verurteilen, nur weil er das tut. So, du weißt nicht, warum er das macht, weißt du? Einer hat erzählt, er musste mal für mich Pampers holen. Wisst ihr, Mann? So, das waren Sachen, wo ich dann so tausende Bilder in meinem Kopf habe, wie viel passiert ist für die alle, wo ich einfach nichts mehr begriffen habe. Und dann habe ich an der Menschheit gezweifelt und mein kognitives Hirn, was sehr intelligent ist, war einfach aus. Es war einfach aus, ohne Zugriff auf dieses Gehirn. Ich war einfach nur emotional. Und dann war das Problem, ich musste jeden Tag Videos drehen. Mit wem? Weil wir haben Formate gemacht, wo mindestens 7 Leute waren, wisst ihr? Attila hat geheiratet, Abo ist gerade gefangen in Türkei. Das hat mich gottlos depressiv gemacht, dass die Abo Pass weggenommen haben, der nicht mehr zurück kann. Wenn ich dahin fliege, passiert genau dasselbe. So, also, das war quasi, da begann das... Das ist auch krass, Digga. Das ist einfach sein Bruder, ne, Abu? Der ist einfach in der Türkei und die haben seinen Pass abgenommen, oder was? Fuck, Digga. Crazy. Warum? Weiß das einer von euch? Da habe ich mich versucht, immer aufzustellen und trotzdem zu drehen, lachen, so, weil ich immer so ein Gefühl habe, euch nicht enttäuschen zu wollen. Ich will ihr euch immer das Beste geben und ich mache mir extremen Druck. Das war die dritte Sache, die irgendwie mich verkompliziert hat. Dann stand ich jeden Tag auf und wusste nicht, was ich will oder was überhaupt je passieren wird, obwohl ich ein sehr geplanter Mensch bin. Ich habe mich zum ersten Mal so verloren gefühlt, so, wisst ihr, ich meine? So, ich will zum Beispiel irgendwas drehen oder einfach mit jemandem essen, damit mein Kopf jetzt abschaltet. Attila ist nicht da, Abu ist nicht da, Malik ist nicht da. Nur meine Frau und ich sind zusammen. Und das ist der einzige Mensch, der mir dann auch so da war, quasi mit meinen Brüdern und Attila und allen. Also von den Jungs von mir, am Telefon natürlich auch Can auch. Und nur weil ich ein paar Leute vergesse, heißt es nicht, dass sie unkorrekt waren. Dann kamen so Ereignisse, die mich dann immer wieder vertieft haben. Und wahrscheinlich habe ich auch Sachen zu depressiv aufgenommen, weil ich schon in diesem Stadium war, wisst ihr? Und trotzdem war das Gefühl so, die, die unser Brot bezahlen, müssen das kriegen, wofür sie bezahlen. Ich versuche immer, wenn ihr mir 1 Euro gibt, euch das 10-fache zu geben. Das ist mein Prinzip. Okay? Und dann waren zum Beispiel nur ich und Ruslan da. Also nur ich und Ruslan und Attila musste heiraten, sehr viel klären. Die Formate fallen alle weg, die ich mit Leuten drehen kann. Ich würde sie gerne drehen, aber ich kann euch nicht erklären, dass meine besten Freunde so und so sind, weil ich mich einfach dafür schäme. Ich schäme mich, euch das zu sagen. Ich schäme mich, euch zu sagen, dass jemand, den ihr so lange zuschaut, einfach gelacht hat, weil er sich nur Fame erhofft. Ich schäme mich einfach zu sagen, dass das alles eine Illusion war und das macht mich traurig. Dann versuche ich mich so zusammenzureißen wie heute und euch das zu erklären. Und es fühlt sich an so, als ob ein Vater so einem Kind erzählt, was nicht viel im Leben hat. Er kriegt auch nicht viel jedes Weihnachten. Ich muss diesem Sohn erzählen, dass das Einzige, worauf er sich gefreut hat, fake war. Das hat mich dann noch depressiver gemacht und trauriger und dieses Denken an alles so. Ich bin, egal wie ich aussehe, ein sehr emotionaler Mensch, wisst ihr, ich meine. Und ich weiß nicht, das war einfach, es hat mich immer mehr und mehr in dieses Loch gezogen. Dann waren quasi ich und Ruslan da mit. Und dann, wenn du meiner Meinung nach, wenn du in dem Zeitpunkt dann auch noch buffst, Digga, kann das auch einen Einfluss haben. So, ich kenn's selber von mir und ich habe mich, so wie er es gerade beschreibt, mich auch schon gefühlt in meinem Leben. Und es ist auch noch gar nicht so lange her. Einfach alleine gefühlt. Niemanden, der mir hilft irgendwie. Niemand, der mich da rausholt. Ich wusste nicht mehr, was mache ich jetzt so? Was ist mein Ding? Was will ich als nächstes drehen? Für was bin ich da? So dieses Lost-Sein einfach, weißt du, einfach dieses Lost-Sein. Und das ist halt ein abgefucktes Gefühl, das ist scheiße. Und wenn du dann keinen Zugriff auf deine Freunde hast, auf deinen Bruder und so, die Leute, die dir immer Kraft gegeben haben, dann ist es schwer, so ist es hart. Ich fühle es gerade immer noch, so bei mir in meinem Leben jetzt gerade. Und ich merke auch, ich glaube auch, dass ich und Mois uns gar nicht so, also wir gar nicht so verschieden sind, wie man vielleicht denken könnte. So, ich glaube, wir haben echt viele Gemeinsamkeiten, was das Thema angeht. Und eigentlich würde ich gerne mal mit Mois auch so eine Art Talk machen. Einstellung. Und ich muss echt sagen, Ruslan war süß, immer am Start, hat sich immer Mühe gegeben. Und es war ganz normal, wie heute. Ich habe auch gesehen, er hat Video gemacht und so jetzt. Deswegen werde ich auch so ganz normal sagen, wie es für mich war. Ruslan wurde immer sehr gut behandelt. Wir haben ihn alle sehr geliebt, wir lieben ihn noch immer, es ist alles cool. Okay, der ist okay, der hat jetzt nichts Falsches gemacht oder so. Aber Ruslan, wenn man die Brüderschaft weglässt, ist einfach mein Mitarbeiter. Ich bin ein sehr emotionaler Mensch und sehe Ruslan aber als einen Bruder. Und da entstehen immer Probleme bei mir. Ruslan sagt zum Beispiel,
in einer Woche vor Dezember, genau vor einem Jahr, Dezember ist der wichtigste Monat. Wir sind gerade von jedem Bruder gefickt worden, haben einen sehr hohen finanziellen Schaden. Morgen sollte ein Video gedreht werden mit Anis und ab da war Russland weg. So, einfach von heute auf morgen, wisst ihr, ich meine. Und in einem depressiven Kopf wie von mir denke ich natürlich von jedem falsch und bin dann noch trauriger. Oder selbst wenn ich nicht falsch denke, frage ich mich Sachen wie, wenn mich jeder so und so lässt und du weißt, dass jeder so und so falsch war, wir sind jetzt allein quasi und wir müssen diesen Leuten, euch da draußen, trotzdem unsere Liebe weitergeben und ab jetzt wenigstens die echte Liebe geben. Nie wieder Fake oder so eine Scheiße, wisst ihr, ich meine. Und dann war er weg. Und ich wusste nicht, was ist. Und dann hatte er auch Depressionen, emotionale Breakdowns, dies, das. Wäre ich ein Bastard-Chef, hätte eine ganz normale 3-monatige Kündigungsfrist und ich hätte Zeit, einen Cutter zu suchen, neuen umzustellen, damit ihr lückenlos Content kriegt. Aber ich bin ein Bruder, okay? Und ich habe ganz normal gesagt, yo, Russland, mach, was du willst. Wenn du das mehr fühlst, mach das. Habe ich einfach gesagt, alles cool. Das ist unser letzter Kontakt. Seitdem so haben wir uns einmal getroffen, so. Ich war eigentlich auch nett und dann war es das eigentlich so. Deswegen will ich euch erklären, Russland ist nicht unkorrekt. Russland versucht nur etwas Neues und seinen Traum nachjagen. Aber in dieser Situation war es trotzdem sehr schwer für mich. Dann muss ich quasi komplett alleine jetzt seit 2 Jahren wieder diesen Content machen. Denn ihr jeden Tag gewohnt seid auf dieser Stufe und dann habe ich mein Leben gefickt. Währenddem ich mein Leben ficke und die krassesten Videos, die auf diesem Planeten existiert haben, dreh, Squid Game, die Stars, Bro, diese Videos, egal wie viele Klicks die haben, ich fick eure Reactions. Ihr werdet noch nie, also ich rede an die YouTuber, ihr werdet niemals so ein Video drehen. Er schafft es nicht mal rauszugehen aus eurem Zimmer und aktiv ein Drehbuch zu schreiben für irgendein Video und lacht Leute wie Apo Red aus, die Formate hatten. Shut the fuck up, Digga. Das fühle ich. Ich habe mir sehr krassen Druck gemacht zu dieser Zeit, was Videos angeht. Und dann habe ich eine Sache erfahren, die kann ich euch zum Beispiel erzählen. Damit ihr den Ausmaß des Verrats erkennt, okay, wie krass das war. Es ist nur eine von tausenden Sachen, die ich erfahren habe, die dann in diese Depression immer wieder reinziehen, immer tiefer und tiefer ziehen. Erinnert ihr euch noch so an meine Kette, so an meine Iced-Out-Kette, Iced-Out-Armband, Iced-Out-Ring und so? Ich hatte diese bei einem Juwelier gekauft, quasi unseren Juwelier, der von einem Bruder quasi gebracht wurde und der uns gute Preise gibt. Damals war ich auf diesen Film mit Uhren und so, Wallah, die juckt mich nicht, ich habe nichts an, so. Und ihr kommt noch auch, wieso ich nichts an habe. Das wird ein großes Video, aber dann versteht ihr alles, okay? Ich wollte mir Schmuck kaufen, einfach so, weil es war die Zeit, wo jeder Schmuck geholt hat. Ich wollte einfach nur Schmuck, so. Weil es war die Zeit, wo jeder Schmuck geholt hat, ich wollte dabei sein, Digga. Dabei ist alles, man. Nicht mal aktiv, aber der Kollege von mir wusste, ich interessiere mich für Schmuck und hat ihn dahin gebracht, ein auf. Weißt du, ich meine? Und Alhamdulillah, zu der Zeit lief es sehr gut und so. Ich habe ihm gesagt, so 40.000 Euro Budget habe ich für Schmuck, aber ich will Kette, das und ein Ring. 40 Racks. Alles iced out. Okay, ich mache den krassesten Preis, die Start. Eine Woche später kommt er zurück. 40.000, sagt er. Ich hatte zu der Zeit nur 8.000 Bar, habe ihm also 8 Anzahlungen gegeben. Er hat die Sachen da gelassen. Und er meinte, die Sachen sind 50 wert. In der Zeit, also wo Russland dann gegangen ist, das war vor Russland, was ich jetzt erzähle, wofür ich den Schmuck ausgegeben habe. Es war eine Zeit, wo wir wirklich alles so, wir waren ja immer so, für mich waren wir immer so. Ich hätte niemals gedacht, dass auch einer von denen so von mir denkt, aber für mich waren wir immer so, okay? Und zu der Zeit, wo wir so waren, ist dieser Verrat, von dem ich jetzt erzähle, passiert, der mich zum Beispiel fickt in Herz, okay? Und das war, ich erfahre irgendwann dann, ein Jahr später, als meine Schwester Geburtstag hatte, wollte ich ihr so erstes Mal so irgendwas aus Gold kaufen. Die ist jetzt 9. Ich dachte, ja, erstes Mal so Schmuck kaufen für sie. Bin ich zu einem Juwelier gegangen, den ich kenne, und zufällig hatte ich meine ganzen Sachen an, diesen ganzen Schmuck. Und Attila dann meinte zu mir so, Bro, lass mal deinen Schmuck hier testen, wie viel ist es wohl wirklich wert? So, aber er meinte das, wie viel wohl es so, er dachte so 60.000, weil es sah alles krass aus und so. Er checkt das ab und sagt, seid mir nicht böse, Jungs, es ist nicht teurer als 5.000, 6.000 Euro, alles zusammen. Und man braucht nur dieses Gold, diese ganzen Steine sind Fake-Müll. Ich denke mir, okay, also ficken wir natürlich den Juwelier, rufen wir den an. Und der schickt dann halt Chats von einem unserer Brüder, damals, der mit ihm quasi ausgemacht hatte, dass er von mir 40 verlangt, obwohl der Juwelier ursprünglich nur 10 wollte, hat der gesagt, der hat genug Geld, nimm 40,
das sind alles Hunde, ich habe irgendwelche Vorstrafen und so. Und obwohl die Geld verdienen, zahlen sie nicht meine 30.000 Euro Strafe oder 20 oder wie viel auch immer. Deswegen gibt es mir. Also er hat diesen Juwelier manipuliert. Juwelier auch ein Peach, ich fick seinen Vater. Juwelier auch ein Peach, ich fick den. Auch ein Peach, okay? Der jetzt so tut, aber der war nicht mein Bruder. Scheiß auf den. Der andere. Wie viele Sachen haben die wohl... Boah, Digga, das sind aber harte Geschichten, die er da auspackt, ne? ...getan, wenn die sowas schon versucht haben. Dann kriege ich eine Sekunde später raus, es gab... Es ist halt auch brutal wichtig, dass man sich die Leute aussucht, mit denen man zusammen ist und Content macht und wirklich viel Zeit miteinander verbringt. So, es ist brutal wichtig. Das ist auch der Grund, warum ich immer versucht habe, auch alles irgendwo alleine zu machen und nur wenige Leute damit reinzuholen. Ich sitze gerade da und denke mir so, es wäre schön, ein Team zu haben, es wäre schön, eine Struktur auch zu haben und ich will mir das in Zukunft alles auch noch aufbauen gerne, aber dann mit den richtigen Menschen und diese Menschen zu finden, Digga, das ist so abgefuckt schwierig. Das ist heutzutage so abgefuckt schwierig, Leute zu finden, die halt wirklich noch ehrlich und echt sind, so, weißt du? So, du musst halt eine krasse Menschenkenntnis haben und du musst halt dann auch vielleicht auf den ein oder anderen Content verzichten, wenn du ein schlechtes Gefühl hast bei einem Menschen, so, weißt du, dann wird sowas hoffentlich in Zukunft auch nicht mehr passieren, weil das ist echt traurig, was, Bro, das sind harte Geschichten, da geht's um fucking 30.000 Euro, so, weißt du, das ist sehr viel Geld, sehr, sehr viel Geld. Placements, die man hinter meinem Rücken gemacht hat, immer wieder wurden in meine Videos irgendwelche Sachen geschmuggelt und ich habe dann jetzt Verträge gefunden von so Firmen, weil Kamil jetzt überall nachgebohrt hat. Ach du Scheiße. Die haben nicht viel Geld bekommen, aber zum Beispiel, sagen wir mal, wenn du so Fanta reinschmuggelst und reinstellst, so 2000 Euro. Und die Firmen wussten, dass ich nichts weiß davon quasi. Deswegen wollen wir die auch jetzt alle anzeigen und dies und das. Das war also, ich habe dann habe ich begriffen, diese ganze Familie, die ich für euch und für mich erschaffen habe, war für die nur so eine Goldgrube, nur so eine Grube von Geld, wisst ihr, ich meine. Dann war ich wütend, bin aufgestanden und habe gesagt, ich werde jetzt alles ficken. Da bin ich aus meiner Depression. Das ist hart, Bruder. Stell dir mal vor, Digga, die haben einfach Sachen in seine Videos reingeschmuggelt, hinter seinem Rücken Placements gemacht und dafür Geld abkassiert. Er sagt nicht viel, 2000 Euro, Bruder. Bro, was ich gerade machen würde für eine Werbung, 2000 Euro, einmal ein Produkt zeigen in einem Video, weißt du gar nicht, Bruder. Fuck. Rausgekommen und ich war nicht traurig. Ich erkläre euch auch gleich, wieso. Aber dann ist eine Sache passiert auch. So, ich habe jemanden, von dem habe ich euch noch nie erzählt, noch nie, auch noch nie gezeigt, noch nie, okay? Einen Typen, den ich sehr schätze, den kennen auch alle, also meine Familie, alle kennen den. Wir kennen uns seit sehr lange schon, okay? Ich will euch nicht vieles darüber erzählen, weil der mich angezeigt hat auch. Es war jemand quasi... Oha, Digga. Angezeigt. Den ich so geschätzt habe, dass ich ihn noch nie vor die Kamera sogar gestellt habe. Oder nicht mal einmal hat man seine Stimme gehört. Je. Nicht aktiv bei mir, aber immer wenn ich einen Ratschlag brauche oder sonst was, habe ich mich beraten, weil das für mich jemand war, der ist wie ich, aber schlauer. Als die ganze Scheiße passiert ist, ist das, jenes, wusste er auch, wo ich einen Safe habe, okay? Und in der Zeit, wo ich halt wirklich so down war und nicht mehr in Deutschland war, sondern in Belgien so, hat man einfach versucht, mein Safe aufzumachen. Mit meinem Code. Hätte ich denn irgendwie nicht... Also Gott hat mir geholfen. Ich habe irgendwie so einen weirden Traum gehabt, dass irgendwas passieren wird und ich habe irgendwie alle meine Passwörter geändert an diesem Tag. Ich habe keine Ahnung wieso, Wallah, ich habe keine Ahnung wieso. Und das wurde dann natürlich aufgezeichnet so, ne? Energy, Bro, du hast gefühlt den Shit. Das war einfach der. Das war so, ich kann... Ah, ekelhaft, Digga, ich schwöre dir, Bruder. Das ist scheiße, Mois, Digga. Pass auf, mit welchen Leuten du dich umgibst, Bro, ich schwöre dir. Vielleicht, du bist wahrscheinlich einfach auch zu... Ich kenne dich leider nicht so gut, richtig krass als Mensch so, aber ich kann mir vorstellen, dass du vielleicht einfach zu korrekt bist und Leuten, na was heißt zu korrekt, das kann man halt auch nicht sagen so, weil ich bin eigentlich auch so, dass ich immer Leuten erstmal 100% gebe, bis sie mich dann abfacken und dann erst aufwache so, aber wenn das halt immer wieder passiert, immer wieder passiert, dann muss man sich fragen, was steckt da dahinter so, weißt du, man kann selber auf jeden Fall auch sehr viel steuern. Und vielleicht muss man einfach irgendwie achtsamer sein oder so, weißt du? Weil Leute, die man so eng an sich ranlässt und dann so eine Sache machen, sowas ist mir zum Beispiel in meinem Leben noch nicht passiert.
So, also keiner von den Leuten, die ich als Brüder bezeichne in meiner Vergangenheit, würden jemals auf die Gedanken kommen, irgendwie mich zu beklauen. Weißt du, das ist das Schlimmste. Das ist mit einer der schlimmsten Sachen, die man überhaupt in den Gedanken haben kann, weißt du? Das sind dreckige Menschen, meiner Meinung nach, die sowas machen. So, die haben dreckige Gedanken und das kann man. Ich bin ein Mensch, ich bin davon überzeugt, dass ich eine gewisse Menschenkenntnis habe und ich bin auch davon überzeugt, dass man sowas auch spüren kann, wenn jemand einfach ein versautes Gedankengut hat in eine gewisse Richtung, so, weißt du? Ist nicht mal, ich habe einfach so lange geweint, wisst ihr, ich meine so, nicht weil mir irgendwie so, es war einfach, es war wirklich so, ich kann euch das nicht erklären. Hart, Digga. Ich beschwer, das für mich war. Normal, wirklich, Bruder. Also, fuck. Es war wirklich so. Ja, und danach war halt so wie jetzt. Das war das Letzte, was passiert. Ah, das tut mir voll leid, Digga. Das ist voll scheiße, Bruder. Ich habe ganz Körper Gänsehaut gerade. Ich habe gefühlt gerade was bei ihm. Ich bin ein sehr emotionaler Mensch und so. Ich spüre auch viel und so. Das ist scheiße, Digga. Ich kann mir vorstellen, dass sehr viele so wie ich Sachen erleben. Okay. Und ich glaube, Mois ist auch genauso ein Mensch, Digga, wenn du den richtig als dein Bruder hast, Digga, der wird nie wieder gehen, weißt du? Und der wird dich auch immer supporten, helfen und so. Bei so einem Menschen ist es umso wichtiger, dass er die richtigen Leute an seiner fucking Seite hat, Bro. Ich einfach nur ein Mensch bin. Ich fick meine Reichweite, meine Abos, Geld, dies, das. Menschen können einen so wehtun und Menschen können so unten ankommen, seelisch, wisst ihr, ich meine? Man kann so unten ankommen und ich bin mir sicher, es gibt so viele von euch, die auch so wie ich diese 7 Monate lang gelacht habe, einfach lachen, weil sie lachen müssen. Und das ist so traurig. Wenn ihr traurig seid, weint, so macht es nicht wie ich. Wisst ihr, ich meine, lasst es einfach raus. Digga, ich habe da auch mal mit jemandem drüber geredet, Digga. So, die Leute, die zum Beispiel in Hollywood Comedians sind, Comedy-Rollen eigentlich immer spielen, die haben am meisten Depressionen von allen. Weil das die Menschen sind, die immer lachen müssen, die immer positiv sein müssen, die immer Witze machen müssen, die immer lustig sein müssen, auch wenn es denen gerade richtig ekelhaft geht, so. Auch wenn es denen gerade richtig ekelhaft geht, Digga. Und das sind die Menschen mit dem größten Potenzial, Depressionen zu bekommen. Das ist crazy. Und genauso ist es auch, wenn du dich jedes Mal auf YouTube hinsetzt, versuchst, gute Miene zum bösen Spiel zu machen, in Anführungszeichen, und einfach versuchst, immer gut drauf zu sein, immer happy zu sein, immer positiv zu sein. Bro, ich bin das Gleiche, Digga. Weißt du, was ich meine? So. Und das tut einem Menschen manchmal auch echt langfristig nicht gut. So. Dann lieber rauslassen manchmal. Aber ich bin da auch so wie Mois, Digga. Ich schäme mich manchmal auch und traue mich nicht, Dinge zu sagen. Denke manchmal zu viel darüber nach und so. So, weißt du? Und denk mir dann auch so, warum soll ich jetzt dieses Negative mit den Leuten überhaupt teilen, Digga? So, das juckt die eh nicht oder so, weißt du, was bringt das dann? So gebe ich Leuten nichts mit und so ein Scheiß, weißt du? Aber da geht es auch viel um dich selber als Mensch einfach, weißt du? So, dass du gewisse Sachen vielleicht auch mal los wirst und auch vor deiner Community, dieses Community-Ding, dieses in der Öffentlichkeit zu stehen, Videos zu machen, Leute zu haben, die einen verfolgen, die einem Liebe geben, die einem auch Hass geben, so das vor denen zu sagen, weißt du, ist auch nochmal ein Unterschied, wie wenn du es irgendwo privat mit jemandem besprichst oder so, weil du machst ja auch die gute Miene in der Öffentlichkeit und die Öffentlichkeit ist mit so dein, einer der, so ist wie Familie eigentlich auch, weißt du, es ist mit einer der größten Bausteine in deinem Leben, in meinem Leben, in seinem Leben und wenn du da dann nicht alles rauslässt und versuchst immer nur die eine Facette und die eine Seite zu zeigen, dann kann sich bei dir innerlich und psychisch was entwickeln, was nicht nice ist, weißt du? Glaubt an euch. Das ist das, was mir geholfen hat. Glaubt an euch. Ich habe es nicht geschafft gehabt, an mich zu glauben. Obwohl so viele an mich glauben, wisst ihr, ich meine. So, ich habe es einfach nicht geschafft, damals an mich zu glauben. Und damals ist jetzt quasi. Ich hatte wieder dann so einen Traum, wo jemand mir sagt, war so krass, es war alles so hell und gelb und so, irgendwas, es war nicht mal eine Sprache, ich hatte so eine Wärme gespürt und verstanden, dass man mir sagt, so beruhig dich und sei einfach nur da für die, die für dich da sind. Sei auf niemanden böse, weil sie haben sich selber wehgetan. Und du hast, wenn du Gutes getan hast, nur dir Gutes getan. Und es war kein einziges Wort, aber ich habe genau das verstanden irgendwie. Und ihr könnt mich so verrückt halten, ist das. Aber seitdem habe ich eine Sache verstanden. In der ganzen Zeit haben wir immer Menschen, die sich um uns kümmern. Bei mir war es
waren das die Jungs, die jetzt da sind. Meine Frau, meine Brüder, meine Kinder, meine Katze. Meine Katze habe ich sonst vielleicht gar nicht beachtet. Und dann gibt es Sachen, die man gar nicht beachtet, die aber so unglaublich groß sind. Und voilà, das tut mir auch sehr leid, aber das seid ihr, die ich dann so lange allein gelassen habe. So auch so lang, so ohne überhaupt, dass ihr irgendwas wisst, weil sonst habe ich euch jeden Furz erzählt, wenn ich mir eine Unterhose wechsle. Und jetzt habe ich halt versucht, 7 Monate zu lachen. Ja, ich habe das versucht, mit mir fertig zu machen, so in mir selber und so zu tun, als ob alles cool ist. Aber das verschwindet nicht. Das verschwindet irgendwie nicht. Und das, was ich verstanden habe, war halt, dass ihr einfach immer für mich da wart. Egal, was ich gemacht habe. Egal, welches Format ich bis jetzt gebracht habe. Egal, wie Reichweite gefickt wird von YouTube, dies, das. Egal, auf welchen Kanal. Wenn ich mich entscheide, heute auf Senpai zu gehen. Egal wo. Ihr wart immer da. Immer. Und obwohl ich euch quasi so viel schuldig bin, quasi war ich für euch nicht da. Und ihr werdet jetzt sagen, nee, du bist nicht schuldig, dies, das, jetzt. Aber doch, Bro. Doch. Süße Worte, Bro. Weil ich glaube, ich wäre aus diesem Loch niemals rausgekommen, wenn ich nicht in meinen Kopf hätte, ich muss für euch was drehen. Und ich bin ein Hund, wenn ich das für Geld drehe. Ich fick Geld. Scheiß auf Geld. Auf der einen Seite ist es Druck, aber auf der einen Seite hilft es einem wieder raus aus dem Loch, Bro. Hast du schön gesagt. Ich wünschte, ich hätte kein Geld, damit ich das alles nicht sehen müsste. Aber ich glaube daran, dass Gott mich nicht einfach so in diese Welt geschickt hat und dass wir alle nicht einfach so da sind, versteht ihr? Und ich glaube, dass diese Last, die mir aufgelegt wird, ein besonderes Ziel hat. Und selbst wenn so 10 von euch jetzt vielleicht da durch diese Geschichte da rauskommen können, ich weiß es nicht, aber ich habe für mich verstanden, dass ich euch glücklich sehen will. So, und ich habe verstanden, dass ich wirklich glücklich bin, wenn ihr glücklich seid. So. Das werden viele nicht checken. Viele werden das nicht checken, weil die werden jetzt wieder Reichweite sehen oder Abos, dies, das. Aber ich sage euch das ehrlich, wenn ihr jeden Tag aufsteht und euer Leben lebt und glücklich seid und dann werden andere glücklich, ist es das größte Glück der Welt. Und am Ende des Tages machen nicht die anderen uns kaputt, wir machen uns selber kaputt. Mhm. Ich habe mir das selber so stark groß gemacht im Kopf. Ich habe mir den Druck, bis ich was hochlade für euch, so groß gemacht, dass alles stimmen muss und so. Digga, ich schwör's dir, Bro. Der Einzige, der deinem Weg, deinem Leben im Weg stehen kann, wirklich im Weg stehen kann, bist du selber. Das habe ich für mich auch so krass realisiert und ich habe in meinem fucking Leben mir selber schon so oft im fucking Weg gestanden. Fucking 1000-mal gesagt, wieder egal. So, ich weiß das auch und es ist krass, dass das Video jetzt genau zu diesem Zeitpunkt jetzt gerade kommt, Bro, keine Ahnung. Irgendwie, ich beschäftige mich und habe mich auch in der letzten Zeit mit fast 1:1 der gleichen Scheiße beschäftigt, so. Wie Mois, Digga, und Bro, es ist ein sehr gutes Video, ich finde das Video sehr gut, ich finde es auch gut, dass er offen und ehrlich in der Öffentlichkeit seine Gefühle teilt, Bruder, keine Ahnung, ich fühle das, Bro. Dass ich 10 Tage nicht so hochgeladen habe und euch einfach 10 Tage allein gelassen habe, obwohl mich einfach... Und irgendwie ist es für mich gerade auch so ein bisschen Gefühl von, du bist nicht alleine, weißt du, wie ich meine so? Ich wünschte mir eigentlich, dass ich so Leute auch irgendwo im Freundeskreis hätte, die einen ähnlichen Weg machen wie ich, die in einer ähnlichen Welt stattfinden auch und ähnlichen Druck haben täglich, mit dem man sich austauschen kann, so, weißt du? Sowas ist auch Gold wert, Digga, weil ich habe gerade so das Gefühl, so ein bisschen, ich bin nicht alleine, weißt du? Da ist jemand, der auch in der Öffentlichkeit steht, der ähnliche Struggles im Kopf hat und darüber redet und das gibt Menschen Kraft, Digga, weißt du? Jeden Tag sehen wollt. Das ist halt das Ding. Am Ende des Tages sind wir unsere Feinde. Nur wir können uns aus diesem Loch rausholen. Und in meinem Fall gab es außer mir noch euch. Und das ist ein Segen. Deswegen, ich habe euch jetzt alles erklärt, wieso euch so war, wie ich war. Und ich bin ab jetzt 100%, das ist so die Ehrlichkeit. So ging es mir. So ging es mir. Jetzt, wenn ich einen Joke mache oder jetzt, wenn ich so aussehe und nicht beim Friseur war oder keine Ahnung, diese Haare, vielleicht checkt er jetzt, wieso ich auch es mehr mag, Leuten irgendwas zu schenken, wenn ich sie sehe oder so. Gott gibt mir Geld und ich will mit diesem Geld einfach schöne Erinnerungen haben. Und ich will, dass wir wachsen. Ich will, dass wir groß werden und ich will, dass wir die Größten sind. Damit wir einfach nur beweisen, dass nicht alles Geld ist. Versteht ihr? Und dass Familienbünde sogar existieren können, ohne dass Menschen sich kennen. Weil man einfach denselben Kopf hat und Güte im Herz hat. Und am Ende des Tages, Wallah, ist jeder Mensch eigentlich gut.
Und ich bin mir sicher, selbst diese Freunde, die mich verraten haben, waren mal gut. Und es gibt hundertprozentig einen Grund dafür, wieso sie sind, wie sie sind. Deswegen bin ich keiner Seele auf diesem Planeten traurig, okay, und böse. Und ich verzeih Wallah jeden, okay? Aber ich will niemanden bei mir sehen. So, ich will einfach, ich will nur euch und meine Familie. So, wir sind eine Familie und das war's. Ich will einfach frei sein und der sein, der ich heute bin. Und ich bin ein anderer Mensch. Ich bin geistig viel höher, habe ganz andere Sichten auf dieser Welt. Aber wir werden trotzdem lachen und wir werden trotzdem Deutschland ficken. Weil ich glaube, meine Bestimmung ist es einfach. Bruder, Deutschland ist schon gefickt, Bro. Ich schätze dir, Digga. Und glücklich zu sein. Wenn ein Mensch... Mois, auf jeden Fall an der Stelle, komm ins Café, wir müssen reden, Motherfucker. 10 Menschen glücklich machen kann. Wie krass ist er? Und egal, wie schlecht es je bei mir laufen wird, 100 Menschen werde ich unterhalten. Okay? Und wenn ich damit mein Brot verdiene, ich bin stolz auf mich. Und ich hoffe, ihr auch. So bin ich aus meiner Depression rausgekommen. Und der letzte Schritt war für mich irgendwie, da rauszukommen, auch dieses Video. Ich wusste einfach nicht, was ich sagen soll. Ich war einfach leer, aber ich habe es heute geschafft. Ich küsse eure Herzen. Passt euch auf, Leute. Schade, lasse ich euch nicht mehr so allein. Bis zum nächsten Mal. Okay. Damit wir alle gut drauf sind wieder. Penis in den Mann. Ist schon gut. Hier, räum auf. Starkes Video, Bro. Ganz starkes Video. Oh, sehr emotional. Hat mich selber auch gerade ein bisschen mitgenommen, wenn ich ehrlich bin. Also von meiner Seite, Liebe geht raus an den Brother. Ich hoffe, du konntest wirklich abschließen und dir geht's jetzt besser, Digga. Komm ins Café, wir müssen reden, Bro. Wichtig. Yes. Ich denke, wir könnten auch einen richtig coolen Talk haben auf jeden Fall. Ich glaube, wir sind uns echt ähnlich und das wäre geil, eine geile Nummer, glaube ich so. Sowieso schade, Digga. Ich finde sowieso schade, dass wir nach dem ersten Kontakt, den wir hatten damals, Fibo und so, wo wir dann auch Videos gemacht haben und so, wo er noch nicht diesen krassen Hype hatte und so, dass da nicht mehr einfach gekommen ist von uns beiden, Digga. Weil ich habe das von Anfang an irgendwie das Gefühl gehabt, dass wir uns gut ergänzen, so. Weißt du?